Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem WZ-Videoblog zu den Krefeld-Pinguinen. Und heute wieder gesponsert von WUFF, das Hundeparadies, dem Hundeparadies im Herzen von St. Tönis. Ja, wir sind jetzt am Ende der Saison angelangt, kann man sagen. Und im Moment geht es halt nur darum, die letzten Spiele noch über die Bühne zu bringen. Und die Pinguine haben jetzt die Vorbereitung gestartet für die kommende Saison. Nun, wir haben jetzt am Wochenende in Mannheim 3:0 verloren und gegen Nürnberg das Heimspiel mit 3:4. Das heißt, es war nicht wirklich, ja, wie die gesamte Saison schon nicht so erfolgreich, aber gut, da muss man drüber stehen. Wir haben so einige Stolpersteine diese Saison hinter uns gebracht in Krefeld. Und was in der nächsten Saison vielleicht so passiert und zu seiner Zukunft, verrät uns vielleicht was Pierre Beaulieu. Und das nächste, das Spiel in Grefrath. André Grein, Herbert Vasiljevs und auch ein Christian Ehrhoff zum Beispiel, Arno Brooks, alles bekannte Namen von früher, standen auf dem Eis und gegen die Grefrath Phoenix gab es einen schönen Schlagabtausch. Da haben wir auch noch ein paar tolle Interviews und schöne Bilder. Pierre Beaulieu ist bei uns und wir wollen natürlich mit ihm auch darüber sprechen. Wie war die Saison und ein Resümee über die vergangene Spielzeit, Pierre? Ja, danke. Für mich persönlich, wenn in einer Saison wir verloren 9 Spiele in Folge und wieder 6 Spiele in Folge, das ist schwierig für die für den Überblick vom Playoff-Position zu erreichen. So wichtig ist die Konstant. Und denke ich, dass in den letzten 2 Monaten wir haben mehr konstant gespielt. Wir haben ein paar Spiele, einmal gegen Mannheim, einmal gegen München und die 2 Spiele gegen Wolfsburg. Wir haben einen Schritt rückwärts gemacht, aber der andere Spiel, wir haben ganz gut gekämpft und gearbeitet in die System. Wir haben Fehler gemacht, natürlich. Eishockey ist nicht ein perfekter Sport, aber die Jungs hat gut gearbeitet und wir haben diese Konstant gefunden. So wichtig ist in die Zukunft für diese Verein und für diese Mannschaft, dass die Konstant ist von Spiel 1 bis Spiel 52 und hoffentlich die Resultat ist anders. Ja, hoffen wir natürlich alle auch. Und die wichtige Frage natürlich, ich weiß, du Pierre, du kannst nicht jetzt alle Antworten geben, aber wird es denn vom Plan viele Veränderungen geben im Team? Für mich, wir müssen in die nächsten 3-4 Wochen einen Plan zu finden und alles zu regeln mit der neuen Gesellschaft und danach wir können schauen, was können wir machen, welche Weg können wir arbeiten und was machen wir für die Zukunft und welche Spiele holen wir oder holen nicht oder was ist möglich im Spieler in der Spielewelt für Ausländer, vielleicht für deutsche Spieler auch. So wichtig ist, einen Plan zu finden und danach arbeiten, um diesen Plan zu execute. Ja, umzusetzen, Plan umzusetzen. Danke. Und die allerletzte Frage, die vielleicht auch ganz viele von euch interessiert, ist, Pierre, deine Zukunft bei den Pinguinen. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, man kann noch nicht viel sagen, aber könntest du dir vorstellen, dass du hier weiter als Head Coach bleibst? Oder ja, erzähl mal so ein bisschen, wie sieht deine Zukunft jetzt erstmal aus? Ja, für mich zuerst, ich bin ganz zufrieden und ich sage danke zum Matthias und die Verein für die Möglichkeiten zu arbeiten mit dieser Truppe als Head Coach. Für mich, ich wollte eine Head Coach Position zu holen. Ich denke, ich bin bereit und ich liebe für diese Arbeit. Und aber wir müssen, wie ich habe gesagt bei der letzten Frage, schauen, was haben wir für einen Plan und wo ich in diesem Plan stehst. Ja. Wenn das ist klar auf Deutsch vielleicht, hoffentlich. Ist alles richtig bisher. Ich bin sehr überrascht. Wir haben ja die ersten Interviews gemacht auf Englisch und Pierre hat wirklich sehr gut Deutsch gelernt bis jetzt. Dankeschön. Aber das ist für mich die Zukunft und wir schauen, was möglich ist. Und momentan ich bin fokussiert auf Freitag beim Derby und das letzte Spiel gegen München zu Hause am Sonntag. Das ist also wichtig und wie gesagt, also sein Deutsch kommt auch von seiner Frau, die aus Österreich kommt, muss man auch sagen, aber nein, also finde ich super, vielen, vielen Dank, war echt klasse. Saison ist leider zu Ende, wie gesagt, aber wir hoffen jetzt auf Punkte am Wochenende.
So, herzlich willkommen zu Am Rande der Bande. Wir stehen hier beim Spiel von Grefrath Phoenix gegen ja, uns, unsere Ostermannschaft. Wir haben eine super, super Mannschaft zusammengestellt mit Christian Ehrhoff. Roland Fairway konnte leider nicht aus gesundheitlichen Gründen. Aber wir haben auch Ex-Spieler wie zum Beispiel hier noch den Herbie Vasiljevs oder Uwe Fabik ist Coach neben mir. Uwe, erzähl mal, wie läuft es bis jetzt? Wir liegen ja zurück. Ja, die Jungs sind ein bisschen müde. Wir haben ein sehr hartes Trainingslager gehabt. Wir waren 14 Tage im harten Trainingslager, Höhenlager und so. Und man merkt so ein bisschen die Müdigkeit. Aber man sieht ein bisschen so eine Frequenz, dass es besser wird und dass wir in den nächsten 30 Minuten hier das ganze Ding mal drehen. Ja, also wir haben sehr hart trainiert, mit nachts ein bisschen gefeiert und so. Und ich glaube, die Jungs, die reißen das Ding noch. Ich denke auch, wir machen heute noch den Sack zu und drehen ein 4:1. Oder wir glauben ja ein Wunder, ne? Das ist Eishockey. Die Jungs kennen das, sind alles ein paar ehemalige Profis dabei und so, die wissen, wie es geht. Erstmal so ein bisschen die Busbeine austrainieren oder auslaufen und dann läuft die Sache. Also, wir sind bereit. Mal gucken, was der Nächste zu sagen hat. Ein alter Kollege von mir, der Herbie Vasiljevs. Herbie, schön, dich wieder am Eis zu sehen. Erzähl mal, wie läuft's für dich? Ja, also nicht ganz so gut. Ich habe jetzt nicht so viel trainiert, deswegen merkt man sofort, weil nach dem ersten Wechsel war ich schon kaputt. Deswegen läuft das nicht so gut für mich, aber nach einer längeren Pause, die Hände hat man schon, die verliert man nicht, ne? Die Beine verliert man ein bisschen. Man sieht, ohne Boris ist es nur ein halber Herbie, ne? Ja, aber es reicht auch zum Tor. Danke. Und Roland Fairway, einer meiner liebsten Mannschaftskollegen von damals und Buskollegen, der saß ja praktisch rechts hinter mir. Roli, schön, dass du hier bist, aber leider nicht auf dem Eis heute, ne? Ja, leider. Mich hat es ein bisschen erwischt, gesundheitlich. Dementsprechend muss ich natürlich ein Risiko ein bisschen ausschließen. Ist leider ein paar Tage zu früh gekommen mit dem Spiel. Ich wäre gerne dabei gewesen. Habe mich auch dementsprechend vorbereitet. War das ein oder andere Mal auf dem Eis. Obwohl das die letzten Jahre natürlich berufstechnisch ein bisschen abgenommen hat. Ja, hat nicht sollen sein. Wäre gerne dabei gewesen. Aber ja, ich denke, den Zuschauern wurde ja ein ordentliches Eishockeyspiel geboten. Und die sind auf ihre Kosten gekommen. Ja, wir hatten auf jeden Fall zusammen Spaß zu coachen und bist du denn gelegentlich noch auf dem Eis oder ist wahrscheinlich beruflich sehr schwer, ne? Ja, absolut. Man hat natürlich viel zu tun, viel um die Ohren. Eine komplett andere Jobsparte jetzt. Dementsprechend ist Eishockey natürlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ist auch gut. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich hier und da mal ein KFV-Spiel zu besuchen, sofern es die Zeit zulässt. Und nach wie vor hängt natürlich das Herz ein bisschen an dem Sport. Das habe ich mir gedacht. Also der Roli, eigentlich kann man sagen Ur-Krefelder mittlerweile. Ne? Und ja, jetzt schauen wir mal, was der Christian zu sagen hat. Christian, erstmal vielen Dank, dass du das heute alles mitgemacht hast. Der Sascha hat es ja wirklich super organisiert. Dein Kommentar zu dem schönen Tag heute. Ja, war rundum eine schöne Nummer. Ich muss auch Respekt an Sascha sagen. Der hat das top organisiert und ich glaube, alle hatten Spaß. Und das Wichtigste ist ja, dass heute was hier für den Kindergarten in Grefrath rumgekommen ist. Und davon gehe ich aus bei den ganzen Zuschauern, die heute da waren. Und deswegen habe ich das gerne unterstützt. Und die einfachste Frage, wie war es wieder für dich auf dem Eis, vor allem mit so vielen alten Weggefährten? Ja, es war schön, viele von den Jungs wiederzusehen. Natürlich insbesondere mit dem Benny, der sowieso mein bester Kumpel ist und Herbie, mit dem ich auch schon länger nicht mehr auf dem Eis stand. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, dass ich schon eine Zeit lang jetzt aus dem Wettbewerb raus bin und ich muss sagen, Grefrath hat gut gespielt und war natürlich die bessere Mannschaft heute. Ja gut, aber die Jungs standen den ganzen nichts nach. Christian, vielen lieben Dank und vielleicht sehen wir dich ja irgendwann mal wieder auf dem Eis. Aber auf jeden Fall sehr schön, dass du heute da warst. Sehr gerne, Dankeschön. Das war's schon wieder von Am Rande der Bande und mit den schönen Bildern aus Grefrath verabschieden wir uns jetzt. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass am Freitag ein großes Derby nochmal stattfindet. In Düsseldorf spielen die Pinguine dann um 19.30 Uhr gegen die DEG und ja, ich hoffe natürlich, dass oder die Pinguine hoffen, dass wir zum Schluss der Saison nochmal volles Haus da kriegen und dass wir die Jungs zum Sieg pushen können. Das wäre echt ein ganz toller Abschluss, den wir aber auch zu Hause noch haben und zwar am Sonntag um 14 Uhr gegen Red Bull München. Auch ein Spiel, was vielleicht, ja, sind wir mal ehrlich, goldene Ananas, aber hey, für uns ist es vielleicht nochmal so ein kleiner Anstoß, um die nächste Saison so ein bisschen, ja, um ihr entgegenzufeuern, um dann nochmal einen letzten Impuls zu setzen und zu sagen, hey, wir trotzen allem, was diese Saison so war. Und
Ich möchte auch nochmal ein herzliches Dankeschön sagen an Andi Drabben. Wir haben ja Spaß gehabt dieses Jahr zusammen. Am Rande der Bande geht hoffentlich weiter und wir werden nochmal alles dafür geben. Und ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet und ein Resümee von euch, das heißt in den Kommentaren, kontaktiert uns per E-Mail, wie auch immer, an die WZ. Ich hoffe, dass ihr vielleicht noch Anregungen oder Ideen habt. Und ja, von mir aus ein riesen Dankeschön. Andi, du verabschiedest dich auch nochmal richtig. Genau, ich möchte natürlich auch nicht versäumen, euch als Zuschauern zu danken, beziehungsweise WZ zu danken, uns diese Möglichkeit gegeben zu haben, dieses auf einer doch großen Plattform darzubieten. Es ist besser, als wenn wir es nur bei Facebook sonst wo gemacht haben. Also Dankeschön an Steffen, an die WZ Krefeld und ganz besonderen Dank natürlich an Luki, unseren Mann vor der Kamera. Ich bin besser, man sieht es hinter der Kamera versteckt. Da bin ich, glaube ich, besser aufgehoben als der Moderationsmann. Aber ich kann nur sagen, mit dem Lukas, wir hatten auch am Rande der Bande immer recht viel Spaß, wenn die Kamera auch aus war. Und manche Clips haben wir ja, wo der Lukas wirklich dann Quatsch vor der Kamera gemacht hat. Aber leider habe ich nicht alle Schnipsel aufgehoben. Ich glaube, das werden wir in der nächsten Saison dann anders machen. Genau, nächste Saison Stichwort. Erstmal auch noch Dankeschön an die ganzen Sponsoren natürlich. Weil das Ganze ist natürlich ein Zeitaufwand, ein kleines Budgetaufwand. Und da nochmal einen herzlichen Dank auch an die ganzen Sponsoren, die uns da geholfen haben, damit das sich etwas rentiert, wieso nicht rentiert, aber etwas vielleicht sogar rechnet. Und wir schauen dann auf die nächste Saison, wenn es euch Spaß gemacht hat, was wir zwei Quatschköpfe hier gemacht haben, also eher hauptsächlich, dann kommentiert das bitte und meldet euch einfach bei uns mal. Und wir versuchen natürlich dann in der nächsten Saison, wie gesagt, das auch wieder zu machen. Auch im Laufe der Saison, sobald es dann wieder etwas losgeht, sobald die ersten Spieler kommen, versuchen wir natürlich dann auch am Flughafen Düsseldorf und sonstiges die ersten Stimmen einzufangen. Und wenn sonst am Rande der Bande irgendwas passiert, sind wir natürlich als erstes dabei. Genau, und dann sage ich auch nochmal Dankeschön, Luki. Danke euch fürs Zuschauen. Danke an Steffen, WZ Krefeld, für diese Möglichkeit. Bis dann. Alles klar. Ciao. Servus.